Willkommen zurück, Freunde. Willkommen zurück. James Corbett hier, CorbettReport.com. Kommt im Juni 2022 zu dir mit einer Podcast-Episode vom Juli 2007? That's right. As you... Das ist richtig. Wie du sicher weißt, nimmt Brock West, ein hervorragender Videoeditor, von Zeit zu Zeit einen alten Nur-Audio-Podcast, macht daraus eine Videoversion zur Wiederbelebung und damit es mehr Menschen sehen. Und wie du hoffentlich weißt, wenn du die Website in den letzten Monaten verfolgt hast, habe ich jedes Wochenende einige Episoden aus den Archiven als Video auf die Startseite gestellt, damit die Leute wissen, dass es die Archive gibt. Vor allem, wenn ich an meinen langfristigen Projekten arbeite und kaum neues Material herausbringe, dachte ich, wäre es gut, ein paar Dinge aus den Archiven hervorzuheben. Und hier ist ein weiterer Versuch, etwas aus den Archiven hervorzuheben. Und ja, das ist ein fast 15 Jahre alter Podcast, den du gleich hören / sehen wirst. Aber ich denke, du wirst mir zustimmen, dass er heute so aktuell ist wie eh und je, vielleicht sogar noch mehr. Zumindest ist der Grundgedanke dieses Podcasts heute wahrscheinlich für mehr Menschen offensichtlicher als zu der Zeit, als ich ihn aufnahm. Und ich denke, es gibt noch viele Dinge in den Archiven, die so sind, die eine Neubetrachtung wert sind. Und sie im Kontext ihrer Zeit, in der sie gemacht wurden, zu sehen und wie sie sich in den letzten 15 Jahren entwickelt haben. Dies ist die 6. Folge über Feudalismus 2.0. Wer meine Arbeit über die Jahre hinweg verfolgte, weiß wahrscheinlich, worauf das hinausläuft, selbst wenn man die Folge noch nie gehört hat. Neofeudalismus. Ich sprach schon früher über dieses Konzept. Aber hier ist mein erster Versuch, es in einem richtigen Kontext zu formulieren. Having said that, I hope you enjoy the podcast. You're listening to the Corbett Report. CorbettReport.com. Welcome, my friends. Willkommen, meine Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge des Corbett Reports. I am your host. Ich bin James Corbett und podcaste wie immer aus dem sonnigen Gefilden des westlichen Japans an diesem 6. Juli 2007. Ich bin heute hier, um vor einem neuen religiösen Wahn zu warnen, der die westlichen Industriestaaten überrollt. Diese Religion ist gefährlich, weil sie versucht, uns die Fähigkeit zum ruhigen, rationalen Denken zu nehmen und sie durch blinde religiöse Gefühle für ein Glaubensbekenntnis zu ersetzen, das uns versklaven will. Beziehe ich mich dabei auf die apokalyptische Ausrichtung des Christentums, das Feuer und Schwefel predigt, das vom Himmel herabregnet, wie es fromme Christen wie George W. Bush tun? Sicherlich nicht. Tatsächlich beziehe ich mich auf etwas, das für die meisten Menschen keine Religion ist. Am besten erklärt das vielleicht jemand Unerwartetes. Der renommierte Autor und Anthropologe Dr. Michael Crichton hat sich kürzlich zu dieser neuen Religion geäußert. Ich bin Daniela Binstock, ich bin auch Studienanfängerin hier. Sie sagten in Ihrer Rede vor dem Commonwealth Club in San Francisco, eine der stärksten Religionen in der westlichen Welt sei die Umweltbewegung. Können Sie erklären, warum Sie die Umweltbewegung als eine Religion bezeichnen? Da ich Anthropologie studiert habe, ist die Vorstellung, die Anthropologen darüber haben, was eine Religion ausmacht oder welche Funktion sie erfüllt, etwas anderes als die, die du hast, wenn du Religion in Kategorien einteilst, wie zum Beispiel Christen, Muslime, Hindus oder ähnliches. Aus anthropologischer Sicht ist eine Religion also ein kollektiver Glaubenssatz. Es gibt einen oder mehrere Anführer, die den Glauben unter den Anhängern verbreiten und die Anhänger tragen etwas dazu bei oder ändern ihren Lebensstil basierend auf dem religiösen Glauben. Der religiöse Glaube gibt ihnen eine Gesamtsicht der Welt, wie sie aufgebaut ist, was ist richtig, was ist falsch, welches Tun ist gut und welches ist schlecht. Das alles passt perfekt zur Umweltbewegung. Die andere Sache, die die Umweltbewegung macht, und das habe ich dieser Gruppe gesagt, ist, sie bildet ziemlich genau einige jüdisch-christliche Überzeugungen über den Ursprung der Welt und so weiter ab. Der Umweltgedanke geht davon aus, dass es eine Art Eden gab. Und dann kamen die Menschen und zerstörten dieses Eden. Wir sind deshalb eine Art Erbsünder, weil wir diesen Planeten zerstören.
Und was wir tun können, ist Erlösung durch Nachhaltigkeit erlangen. Und wenn man ein guter Mensch ist, wird man die Erlösung suchen. Und wenn man ein schlechter Mensch ist, wird man SUVs fahren. Das ist eine Art religiöser Glaube. Das war mein Argument. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die wütenden E-Mails meine Webseite fluten. Ich denke also, ich sollte es nicht sagen, aber natürlich muss ich eh damit leben. Jene, die den Umweltschutz und die neuen Aspekte des Umweltschutzes sehen, die in die Erderwärmungshysterie hineinspielen, die gerade in den Mainstream-Medien verbreitet wird, sind nicht gegen die Ideen und Ideale der Umweltbewegung. Es gibt ernsthafte Probleme heutzutage in der Umwelt. Chimera, Artenkreuzungen, Gentechnik, die alle Arten von mutierten Hochblütern und Tieren und Pflanzen hervorbringen, die es noch nie zuvor gab. Manchmal werden Gene 30 bis 40 Mal zwischen den verschiedenen Arten gekreuzt. Und die Arten ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen in die Umwelt eingeführt. Wir haben Berichte über das amerikanische Militär, das Millionen von Litern giftiges Nervengas in Flüsse abgelassen hat. Wir haben die Colony Collapse Disorder, die Millionen von Bienen in den Vereinigten Staaten auslöscht. Anzeichen, dass da was völlig schief mit der Umwelt läuft. Ich glaube, Menschen verstehen dies auf einer instinktiven Ebene und sind deshalb psychologisch bereits vorbereitet, die globale Erderwärmungshysterie als Wahrheit anzunehmen. Aber es ist interessant, dass Herr Crichton auf die religiösen Untertöne der Umweltbewegung hinweist. Diese religiösen Untertöne sind wichtig zum Verständnis der Psychologie dessen, was uns mit der globalen Erderwärmungshysterie aufgedrängt wird. Das geht zurück auf antike Menschheitsgeschichte, auf die Idee, dass Menschenopfer die Götter besänftigen und günstige Bedingungen für das Wachsen und Blühen unserer Gesellschaft schaffen können. Das ist keine Idee, die nur von isolierten wenigen Gruppen in der Geschichte der Menschheit vertreten wurde. Sie taucht immer und immer und immer wieder in der Menschheitsgeschichte auf, von den alten Chinesen bis zu afrikanischen Kulturen und in Europa. Du kennst die Kelten, die Menschenopfer brachten. Und natürlich die Azteken in Lateinamerika, die für ihre Menschenopfer berühmt waren. Wieder und wieder finden wir in alten Zivilisationen und Kulturen die Idee, dass Opfer die Götter der Umwelt irgendwie beruhigen. Sei es der Sonnengott oder der Wassergott oder welcher Gott auch immer die Bestie als Feind der Zivilisation erscheinen lässt. Und dieses Menschenopfer oder die Möglichkeit, dem Gott etwas zu opfern, wird den Gott beruhigen, der dann gefällig lächelnd über dieser Zivilisation sie mit ihren Reichtümern und Ernten segnen wird. Ich denke, jeder, der auch nur ein wenig von der menschlichen Psychologie und der menschlichen Geschichte versteht, begreift, dass das, was in der ganzen antiken Welt routinemäßig praktiziert wurde, nicht hilft, aber ein Teil der menschlichen Psyche ist, der immer wieder auftritt. Und genau dieses Verständnis der menschlichen Neigung, sich selbst die Schuld an Dingen wie der natürlichen Umwelt zu geben, wird von der Global Warming Crowd ausgenutzt. Wer ist für die Tornados verantwortlich? You are. Du. Wer ist für die Hurricanes verantwortlich? You are. Du. Wer ist verantwortlich für die Millionen niedlicher kleiner Eisbären, die in der Arktis sterben, wenn die Eisberge schmelzen? Du bist es. Du und dein böses Auto verursachen all den Tod und die Zerstörung, die du fühlst und die du siehst. Das führt direkt zu den Basistricks der Psychologie, die sich auf einer tiefen psychischen Ebene mit unserem Gefühl decken, dass mit der Umwelt etwas nicht stimmt. Und es ist sehr einfach, die Menschen dazu zu bringen, zu glauben, dass sie das Problem sind, was sich auch in der Rhetorik einiger Gurus dieser Bewegung widerspiegelt, darunter Al Gore, dessen Dokumentarfilm Eine unbequeme Wahrheit zu einem der Vorzeigewerke der anthropogenen bzw. von Menschen verursachten globalen Erwärmung geworden ist, bzw. zu einer Art Guru für diese Menschen wurde. Und das wird aus einem Bericht der Express News deutlich vom 5. Mai 2007 mit dem Titel Al Gore sieht eine spirituelle Krise. Krise in der Erwärmung. Darin heißt es unter anderem, Al Gore, zu gleichen Teilen Visionär, Cheerleader und Komiker, verkündete seine Botschaft, wie man die globale Erwärmung bekämpfen kann, vor einer Menge aufgeschlossener Architekten am Samstag in San Antonio. Der Ex-Vizepräsident verwies immer wieder auf eine neue Denkweise, die sich im Land abzeichnet und gab Hoffnung im Kampf gegen die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den Planeten. Es ist zum Teil eine spirituelle Krise, sagte Gore der Menge im Kongresszentrum des American Institute of Architects National Convention. Es ist eine Krise unserer Selbstdefinition, wer wir sind. Sind wir dazu bestimmt, unsere eigene Spezies zu zerstören? Klares Nein. End quote.
Wenn dich das nicht trifft, wie der Typ ruhiger und durchdachter Analyse, die aus einem kühlen und leidenschaftslosen Blick auf die wissenschaftlichen Beweise der globalen Erwärmung schauen, dann bist du nicht allein. In einem Artikel mit dem Titel Skepsis gegenüber Klimabehauptungen auf der BBC News Webseite vom 3. Juli 2007 finden sich Einzelheiten zu einer Ipsos Mori Umfrage, die zwischen dem 14. und 20. Juni 2007 durchgeführt wurde und ergab, dass 56% der Menschen glauben, dass die Wissenschaftler den Klimawandel immer noch in Frage stellen. Es lohnt sich, den Wortlaut des Artikels zu überprüfen, um herauszufinden, was dahinter steckt. Schon der Satz, Zitat, 56% der Befragten glaubten, Wissenschaftler stellen den Klimawandel noch in Frage, Zitat Ende, verrät die Neigung der BBC News Webseite, da sei keine Debatte in der wissenschaftlichen Gemeinschaft über die globale Erwärmung. Natürlich würde nicht diskutiert werden über die Fakten hinter der anthropogenen globalen Erwärmung. Und diese Fakten werden nicht mehr viel diskutiert. Vielmehr geht es um eine spirituelle Krise, von der Al Gore sprach. Nun, lass uns versuchen, etwas Wissenschaft in diese Debatte einzubringen. Gehen wir zu einigen Wissenschaftlern, die über die Probleme der anthropogenen globalen Erwärmung sprechen. Wir schauen uns eine hervorragende Dokumentation an, die auf Google Video zu finden ist: The Great Global Warming Swindle. Diese Dokumentation wurde vom britischen Channel 4 produziert und Anfang dieses Jahres im britischen Fernsehen gezeigt. Sie zeigt einige der wissenschaftlichen Fragen über die anthropogene globale Erwärmung, nachdem einige ernsthafte Probleme mit der Theorie bekannt wurden, wie sie uns in den Mainstream-Medien präsentiert wurde. Gehen wir also direkt zu dieser Dokumentation, die einige Probleme mit der menschengemachten globalen Erwärmung zeigt, die du in den Mainstream-Medien normalerweise nicht hörst. Ich bin Al Gore. Ich war mal der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Ex-Vizepräsident Al Gores emotionaler Film »Eine unbequeme Wahrheit« sehen viele als die wichtigste bekannte Darstellung der Theorie der menschengemachten globalen Erwärmung. Sein Argument stützt sich auf ein wichtiges Beweisstück aus den Eisbohrungen, wobei Wissenschaftler tief ins Eis bohren, um hunderttausende Jahre zurück in die Klimageschichte zu blicken. Die erste Eisbohrkernstudie war in Vostok in der Antarktis und ergab, wie Al Gore richtig feststellt, einen klaren Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und Temperatur. Wir gehen jetzt 650.000 Jahre in der Zeit zurück. Hier sieht man, wie die Temperatur auf unserer Erde war. Eine Sache, die sofort auffällt, ist: Haben Sie jemals zusammengepasst? Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Die Beziehung ist tatsächlich sehr kompliziert. Aber da gibt es eine Beziehung, die viel stärker ist als alle anderen. Und die ist, wenn es mehr Kohlendioxid gibt, wird die Temperatur wärmer. Al Gore sagt, die Beziehung zwischen Temperatur und CO2 sei kompliziert. Er sagt nicht, was diese Komplikationen sind. Denn tatsächlich gab es etwas sehr Wichtiges in den Eiskerndaten, das er zu erwähnen versäumte. Professor Ian Clark ist ein führender Paläoklimatologe, der zurückblickt auf die Temperaturaufzeichnungen der Erde der letzten 10 Millionen Jahre. Wenn wir das Klima über große Zeiträume betrachten, suchen wir geologisches Material, das tatsächlich Klima aufzeichnet. Wenn wir zum Beispiel eine Eisprobe nehmen, nutzen wir Isotope zur Rekonstruktion der Temperatur. Nur die Atmosphäre, die in dem Eis eingeschlossen ist, wird freigesetzt und dann sehen wir uns den CO2-Gehalt an. Professor Clark und andere entdeckten in der Tat, wie Al Gore sagt, eine Verbindung zwischen Kohlendioxid und Temperatur. Aber was Al Gore nicht sagt, ist, dass die Verbindung verkehrt herum ist. So, hier sehen wir auf den Eiskerndaten aus Vostok. Und in Rot sehen wir, die Temperatur steigt. Von früherer Zeit zur späteren Zeit. In einem sehr wichtigen Zeitraum, als wir aus einer Eiszeit kamen. Und wir sehen, die Temperatur geht hoch. Und dann sieht man das CO2 hochkommen. CO2 bleibt hinter diesem Anstieg. Mit 800 Jahren Verzögerung. Die Temperatur ist dem CO2 800 Jahre voraus. Es gab inzwischen mehrere große Eisbohrkernuntersuchungen. Jede einzelne von ihnen zeigt dasselbe. Die Temperatur steigt oder fällt und nach ein paar hundert Jahren folgt das Kohlendioxid. Offensichtlich ist Kohlendioxid nicht die Ursache für diese Erwärmung. Tatsächlich können wir sagen, die Erwärmung erzeugte den Anstieg des Kohlendioxids. CO2 kann eindeutig keine Temperaturänderungen verursachen. Es ist ein Ergebnis der Temperatur. Es folgt Temperaturänderungen.
Die Eiskerndaten treffen ziemlich genau den Kern des Problems, das wir hier haben. Sie sagten, wenn das CO2 als Treibhausgas in der Atmosphäre zunimmt, dann stiege auch die Temperatur. Aber die Eiskerndaten zeigen genau das Gegenteil. Die grundlegende Annahme, die grundlegendste Annahme der gesamten Theorie des vom Menschen verursachten Klimawandels hat sich als falsch erwiesen. Aber wie kann es sein, dass höhere Temperaturen zu mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre führen? Um das zu verstehen, müssen wir zuerst festhalten, dass Kohlendioxid ein natürliches, von allen lebenden Dingen erzeugtes Gas ist. Kaum etwas ist normaler als zu hören, Kohlendioxid sei ein Schadstoff. Du bist aus Kohlendioxid, ich bin aus Kohlendioxid. Kohlendioxid sorgt dafür, dass Lebewesen wachsen. Außerdem ist der Mensch nicht die Hauptquelle des Kohlendioxids. Menschen produzieren einen kleinen Anteil im einstelligen Prozentbereich des CO2, das in die Atmosphäre gelangt. Vulkane produzieren jedes Jahr mehr CO2 als alle Fabriken, Autos, Flugzeuge und andere Quellen menschengemachten Kohlendioxids zusammen. Noch mehr kommt von Tieren und Bakterien, die jedes Jahr etwa 150 Gigatonnen CO2 produzieren, verglichen mit nur 6,5 Gigatonnen des Menschen. Eine noch größere CO2-Quelle ist absterbende Vegetation durch zum Beispiel herabfallende Blätter im Herbst. Aber die mit Abstand größte CO2-Quelle sind die Meere. Karl Wunsch ist Professor für Ozeanographie am MIT. Er war außerdem Gastprofessor für Ozeanographie an der Harvard-Universität und am University College London sowie Gastprofessor für Mathematik und Physik an der Universität von Cambridge. Er ist Autor von 4 Hauptlehrbüchern über Ozeanographie. Das Meer ist der wichtigste Speicher, in den Kohlendioxid gelangt, wenn es aus der Atmosphäre kommt oder aus dem es wieder in die Atmosphäre gelangt. Wenn die Meeresoberfläche erhitzt, neigt sie dazu, Kohlendioxid freizusetzen. Wenn man die Meeresoberfläche abkühlt, kann das Meer mehr Kohlendioxid binden. Je wärmer die Meere also sind, desto mehr Kohlendioxid produzieren sie. Und je kälter sie sind, desto mehr saugen sie auf. Aber warum gibt es eine Verzögerung von Hunderten von Jahren zwischen einer Temperaturveränderung und einer Veränderung der Kohlendioxidmenge, die ins Meer gelangt oder aus dem Meer austritt? Der Grund ist, dass Meere so groß und so tief sind. Sie brauchen buchstäblich Hunderte von Jahren zur Erwärmung und Abkühlung. Diese Verzögerung bedeutet, Meere haben, was Wissenschaftler ein Gedächtnis für Temperaturänderungen nennen. Das Meer hat ein Gedächtnis für vergangene Ereignisse, das bis zu 10.000 Jahre zurückreicht. So als Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich sehe Veränderungen im Nordatlantik, muss das nicht bedeuten, dass sich das Klimasystem ändert. Es kann nur bedeuten, dass in einem abgelegenen Teil des Ozeans vor Jahrzehnten oder Hunderten von Jahren etwas passiert ist, dessen Auswirkungen sich jetzt im Nordatlantik zeigen. Die aktuelle Erwärmung begann lange bevor Menschen Autos oder elektrisches Licht hatten. In den letzten 150 Jahren stieg die Temperatur um knapp über 1,5 Grad Celsius. Das meiste dieses Anstiegs erfolgte jedoch vor 1940. Seit dieser Zeit fiel die Temperatur 4 Jahrzehnte und stieg 3. Es gibt keinen einzigen Beweis in der langen Klimageschichte der Erde, dass Kohlendioxid jemals die globalen Temperaturen bestimmte. Aber wenn CO2 nicht das Erdklima steuert, was dann? Ist es nicht seltsam zu denken, es seien Menschen, wenn wir im Auto sitzen, den Strom einschalten, dass wir die sind, die das Klima kontrollieren? Sieh nur in den Himmel. Sieh auf dieses gewaltige Ding, die Sonne. Selbst Menschen mit 6,5 Milliarden Anwesen sind winzig im Vergleich dazu. 1991 beschlossen leitende Wissenschaftler des dänischen Meteorologischen Instituts, Daten über Sonnenflecken im 20. Jahrhundert zu sammeln und sie mit den Temperaturdaten zu vergleichen. Was sie fanden, war eine unglaublich enge Beziehung zwischen dem, was die Sonne tat, und den Temperaturschwankungen auf der Erde. Sie fanden heraus, dass die Sonnenaktivität bis 1940 stark anstieg, dann 4 Jahrzehnte lang bis in die 70er Jahre zurückging und danach wieder anstieg.
Als wir diese Beziehung zwischen der Temperatur und Sonnenaktivität und oder den Längen der Sonnenfleckenzyklen sahen, sagten uns die Leute, okay, das kann nur ein Zufall sein. Also, wie können wir beweisen, dass es kein Zufall ist? Nun, eine offensichtliche Möglichkeit wäre, eine längere Zeitreihe oder andere Zeitreihen zu haben. Dann gingen wir in der Zeit zurück. Also prüften Professor Friis Christensen und seine Kollegen 400 Jahre astronomische Aufzeichnungen zum Vergleich von Sonnenfleckenaktivitäten mit Temperaturschwankungen. Nochmals stellten sie fest, dass Veränderungen der Sonnenaktivität eng mit den Temperaturänderungen auf der Erde gekoppelt waren. Es war die Sonne, schien es, nicht Kohlendioxid oder irgendetwas anderes, die Änderungen im Klima antreibt. Nein, es kann unmöglich die Sonne sein, die die Erde heißer macht. Das ist einfach nur Verrücktengerede. Natürlich würde es perfekt zu den zahlreichen Berichten passen, die wir darüber haben, dass sich das gesamte Sonnensystem erwärmt. Wir haben diesen Bericht vom 28. Juni 1998 mit dem Titel Globale Erwärmung auf Triton festgestellt, in dem es unter anderem heißt, es gibt vielleicht keine große industrielle Verschmutzung auf dem größten Mond des Neptun, aber die Lage heizt sich trotzdem auf. Die Erde ist nicht die einzige, die unter der globalen Erwärmung leidet. Nach Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops, der NASA und mehrerer bodengestützter Instrumente sind die Temperaturen auf dem größten Mond des Neptun seit dem Vorbeiflug der Raumsonde Voyager im Jahr 1989 drastisch gestiegen. Und zwar so sehr, dass sich der gefrorene Stickstoff auf Tritons Oberfläche in Gas verwandelt und seine dünne Atmosphäre immer dichter wird. Mindestens seit 1998 durchläuft Triton eine Phase der globalen Erwärmung, bestätigt der Astronom James Elliott, Professor für Erdatmosphären und Planetenwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology. Prozentual gesehen ist es ein sehr starker Anstieg. Wir haben diesen Bericht vom 9. Oktober 2002 unter dem Titel Pluto erfährt eine globale Erwärmung, stellen Forscher fest. Darin steht, Pluto erfährt eine globale Erwärmung, was durch einen dreifachen Anstieg des Atmosphärendrucks des Planeten während der letzten 14 Jahre belegt wird. Wir haben diesen Bericht von Space.com vom 4. Mai 2006 mit dem Titel Neuer Sturm auf Jupiter deutet auf Klimawandel hin. Wir haben einen Bericht vom 8. Dezember 2003 mit dem Titel Odyssey untersucht verändertes Wetter und Klima auf dem Mars. Und das alles entspricht einem Artikel aus dem Telegraph vom 17. Juli 2004 mit dem Titel Die Wahrheit über die globale Erwärmung. Die Sonne ist schuld. Daran heißt es, Zitat, die globale Erwärmung ist endlich geklärt. Die Erde wird heißer, weil die Sonne heller brennt als je zuvor in den vergangenen 1000 Jahren. So eine neue Studie. Eine Studie von Schweizer und deutschen Wissenschaftlern legt nahe, dass die zunehmende Sonneneinstrahlung für die jüngsten globalen Klimaveränderungen verantwortlich ist. Dr. Sami Solanki, der Direktor des renommierten Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen, Deutschland, der die Studie leitete, sagte, Zitat, die Sonne war in den letzten 6 Jahren am stärksten und könnte nun die globalen Temperaturen beeinflussen. Zitat Ende. Dann gibt es eine Studie nach der anderen, die zeigt, dass sich das gesamte Sonnensystem erwärmt. Aber es gibt Leute wie Al Gore, die verkünden, dass du mit deinem Geländewagen zur Erwärmung der gesamten Erde beiträgst. Was ist die Agenda hinter den Leuten, die dich glauben machen wollen, dass du für den Klimawandel verantwortlich bist? Diese Frage habe ich Dr. Tim Ball gestellt. Tim Ball ist ein Klimawissenschaftler, der wie ich die wissenschaftliche Grundlage der Hypothese der anthropogenen globalen Erwärmung in Frage stellt. Ich habe Dr. Ball kürzlich in Victoria interviewt und er sprach mit mir über seine wissenschaftlichen Bedenken gegenüber der Hypothese der anthropogenen globalen Erwärmung. Später im Interview kamen wir ein wenig auf die politische Agenda derjenigen zu sprechen, die die vom Menschen verursachte globale Erwärmung propagieren. Ich fragte Dr. Ball, was seine Meinung nach dieser politischen Agenda sei. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe, obwohl sie nicht viel an die Öffentlichkeit dringt. Ein Grund dafür ist übrigens, dass die Öffentlichkeit, und Gore ist ein Beispiel dafür, das Wetter und das Klima nur sehr, sehr wenig versteht. Die meisten Menschen wissen zum Beispiel nicht, dass die Atmosphäre durch den Boden und nicht durch die Sonne erwärmt wird. Die Sonne heizt zunächst den Boden auf, aber das und so grundlegende Dinge wie diese. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist, und das ist natürlich eine alte Frage, nun, was ist deine Agenda? Und jeder muss eine Agenda haben. Ich glaube, dass die Agenda in einer Aussage unseres Freundes Maurice Strong steckt. Als er sagte, dass das Problem oder das Problem des Planeten die Industrieländer sind. Und ist das nicht unsere Pflicht, sie loszuwerden? Nun, die Industrieländer existieren wegen der Energie.
Es wäre töricht, die Energie anzugreifen, denn die Öffentlichkeit würde sofort reagieren, wenn man an den steigenden Benzinpreisen sehen kann, die sofort einen Aufschrei hervorrufen. Aber man kann einen Motor auf zwei Arten abschalten, und zwar den Motor des Industriemotors. Man kann die Gasleitungen abklemmen, wovon ich gerade gesagt habe, dass sie das nicht tun würden. Oder man kann den Auspuff verstopfen. Und der Auspuff, die Nebenprodukte dieses Industriemotors, ist CO2. Wenn man also CO2 als Ursache für die endgültige Zerstörung des Planeten ausmachen kann, dann legt man diese Industrieländer effektiv lahm. Und natürlich haben viele Länder der Welt, eigentlich die meisten, ironischerweise erkannt, dass es sich sehr negativ auf ihre Wirtschaft und ihre Arbeitsplätze auswirken würde, wenn sie solche Maßnahmen ergreifen würden. Und aus politischer Sicht waren sie nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Die Fokussierung auf den menschlichen CO2-Ausstoß ist also eigentlich eine Fokussierung auf die Industrieländer und die industriellen Aktivitäten und verwickelt in Maurice Strongs Aussage. Nun ist es so, dass dieser Angriff auf die Industrie und die Unternehmen dazu führt, dass die Unternehmen zum Schweigen gebracht werden und so tun, als seien sie grün und so weiter, nur um den Druck zu entgehen, und dass die Politiker dasselbe tun. Das geht absolut nach hinten los und greift das völlig falsche Thema an. Der Grund, warum ich sage, dass es das falsche Thema ist, ist der, den ich bereits erwähnt habe. CO2 ist absolut entscheidend für das Leben auf der Erde. Und nebenbei bemerkt, 385 Teile pro Million, das ist eine Schätzung des derzeitigen CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Und ich sage das, weil der CO2-Gehalt in der Atmosphäre von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr enorm schwankt. Das ist wenig. Alle Untersuchungen zeigen, dass Pflanzen am besten zwischen 1000 und 1200 Teilen pro Million funktionieren. Und in der Tat pumpen kommerzielle Gewächshäuser bis zu 1000 Teile pro Million hinein, um einen viermal höheren Ertrag zu erzielen. Und die geologischen Aufzeichnungen über 600 Millionen Jahren zeigen, dass der durchschnittliche CO2-Gehalt in der Atmosphäre bei etwa 1000 Teilen pro Million liegt. Das deutet darauf hin, dass sich die Pflanzen auf dieses Niveau hin entwickelt haben und bei 385 Teilen pro Million unterernährt sind. Und wir wissen, dass die Pflanzen zu leiden beginnen, wenn man den CO2-Gehalt reduziert. Bei 200 Teilen pro Million beginnen sie zu sterben. Und bei 150 Teilen pro Million sind sie tot. Der Schwerpunkt liegt also auf dem CO2-Gehalt, weil er angeblich das Ende des Planeten verursacht, weil die globale Erwärmung außer Kontrolle gerät. In Wirklichkeit wird der Versuch, es zu reduzieren, noch mehr Schaden anrichten. Wenn das also die politische Agenda ist, und nebenbei bemerkt, dieser ganze Angriff auf die Industrie und die Unternehmen passte den extremen Umweltschützern, Greenpeace und dem Sierra Club sehr gut ins Konzept. So kommt es zu dieser unheiligen Allianz zwischen der Maurice Strong Gruppe und den Umweltgruppen. Und natürlich finde ich es immer wieder amüsant, wenn jemand wie Andrew Weaver, ein Computermodellierer für das Klima an der Universität von Victoria, auftaucht. Er ist ein Befürworter der Kernenergie und macht immer wieder Druck, indem er sagt, dass CO2 das Problem ist, wie es die Computermodelle beweisen. Und natürlich ist die Unterstützung der Grünen immer wunderbar. Er ist gegen CO2 und gegen die Industrie. Wenn sie herausfinden, dass er für die Atomkraft ist, wenden sie sich wieder gegen ihn. Und so hat man sie geschaffen. Es ist fast schon Kafkaesk, was da in der Welt vor sich geht. Zu glauben, dass keine Agenda hinter der anthropogenen globalen Erwärmungshypothese steckt, wäre bestenfalls naiv. Ein möglicher Ansatzpunkt für eine Untersuchung wäre jedoch der CO2-Emissionshandel, der in letzter Zeit als junger Wirtschaftszweig boomt, wie die Londoner Financial Times am 2. Mai 2007 schrieb. Markt für Emissionsgutschriften verdreifacht sich. Darin heißt es, Zitat, die CO2-Zertifikate-Vermarktung wuchs schneller als erwartet letztes Jahr, verdreifachte sich auf $30 Milliarden von $10 Milliarden 2005, sagte die Weltbank am Mittwoch.
Natürlich ist das nicht der heimtückischste Teil der politischen Agenda hinter der vom Menschen gemachten globalen Erwärmung. Natürlich, wenn wir akzeptiert haben, wir seien verantwortlich für diese globale Erwärmung, ist die einzige Antwort, die politische Überwachung unseres Handelns durch Regierungen und überstaatliche Stellen zu akzeptieren, was letztlich die politische Souveränität unserer Länder aushöhlen wird. Wenn du denkst, das sei übertrieben, könntest du diesen AP-Bericht vom 4. Februar 2007 mit dem Titel 45 Nationen beantworten Aufruf gegen den Klimawandel lesen. Darin heißt es unter anderem, Zitat, 45 Nationen folgten am Samstag dem Ruf nach einer neuen Umweltbehörde zur Bremsung der unvermeidlichen globalen Erwärmung und Schutz des Planeten, vielleicht mit Polizeigewalt, um Verstöße zu bestrafen. Das passt natürlich zum Trend, dass Macht zentral in den Händen weniger nicht-demokratischer, verantwortungsloser, überstaatlicher Organisationen wie den Vereinten Nationen oder der Welthandelsorganisation liegt, bei denen du keine Rechte und keine Stimme hast. Aber was sind die Finanzierungsmethoden für die überstaatlichen Einrichtungen? Die Finanzierungsmethode werde natürlich die globale CO2-Steuer sein, die auf dem Weg ist. Wir haben diesen Bericht von CBC News mit dem Titel Quebec will die erste Kohlenstoffsteuer des Landes erheben. Energiekonzerne geben die Kosten für die Verbraucher weiter, sagen Analysten. Quebec wird im Oktober die erste CO2-Steuer Kanadas einführen und knapp einen Cent pro Liter von den Ölkonzernen in der Provinz erheben, was jährlich etwa 200 Millionen Dollar bringt, um Energiesparmaßnahmen wie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs zu finanzieren. Natürlich klingt das alles wunderbar, es klingt großartig. Natürlich wäre ich bereit, einen Cent pro Liter Benzin zu bezahlen, um den CO2-Ausstoß auszugleichen. Wer würde das nicht tun? Natürlich, was nicht gezeigt wird bei diesen fehlerhaften wissenschaftlichen Untersuchungen ist, dass das, was die Agenda wirklich fördert, ein größerer Schritt in Richtung Faschismus ist, der unsere Grundrechte einschränken wird. Einen Hinweis darauf gibt die Propaganda, die vom Live Earth-Konzert ausgeht, das morgen am 7. Juli stattfindet. Wir haben diesen Bericht mit dem Titel »Zerstört das Reisen dem Planeten«. Teil dieser Propagandamaschine, die die Idee bewirbt, dass wir natürlich nicht so viel reisen können wie gewohnt, weil wir damit das Klima zerstören. Sogar das Grundrecht, sich über Grenzen zu bewegen, wird zersetzt unter dem neuen, menschengemachten globale Erwärmung-Regime. Viel erschreckender ist dieser Bericht aus dem Australian mit dem Titel Kinder schlecht für den Planeten, in dem es unter anderem heißt, Zitat, große Familien zu haben sollte als Umweltvergehen genauso verpönt sein, so wie häufige Langstreckenflüge, ein großes Auto zu fahren und Plastiktüten nicht wiederzuverwenden, heißt es in einem heute von einem grünen Think Tank veröffentlichten Bericht. In dem Papier des Optimum Population Trust steht, wenn Paare zwei statt drei Kinder hätten, könnten sie den CO2-Ausstoß ihrer Familien um das Äquivalent von 620 Hin- und Rückflügen pro Jahr zwischen London und New York reduzieren. Zitat Ende. Jedem, der das nicht erschreckend findet, sage ich, du passt nicht auf. Die Menschen fangen jetzt an, ihr Recht, Kinder zu bekommen, in Frage zu stellen, weil es ein Umweltvergehen ist. Was auch immer das bedeutet. Wer wird das durchsetzen? Die Frage bei jedem neuen Strategiepapier eines Bevölkerungsreduzierungs-Think-Tank ist natürlich, wer denken die, wird wohl für Entscheidungen zuständig sein, wer wie viele Kinder haben wird? Natürlich wird es die Wirtschaft sein, wie sonst auch. Dieselben Leute, die sich die 60.000 Dollar Ausgleich der CO2-Fußabdrücke für jeden Langstreckenflug leisten können, so wie Prinz Charles möchte, dass du glaubst, dass es jetzt nötig sei, jedes Mal, wenn du ein Langstreckenflugzeug nimmst, sind die gleichen Leute, die in der Lage sein werden, große Familien zu haben, weil sie es sich leisten können. Der Durchschnittsmann oder Frau wird natürlich durch die Nase besteuert für das Privileg, Kinder zu haben, denn das ist natürlich ein Umweltvergehen. Oder schlimmer, es wird wie in China eine Ein-Kind-Politik durchgesetzt. Das bringt mich zu meinem rätselhaften Titel für die heutige Folge, Feudalismus 2.0. Der Feudalismus war die landwirtschaftliche Produktionsweise in der mittelalterlichen Gesellschaft, basierend auf der Beziehung zwischen dem Grundherren und ihren Bauern, in welcher Grundherren Bauern das Recht auf ein kleines Stück Land gegen Arbeitsleistung gewährten. Die Herren gewährten ihnen dann militärischen Schutz. Genauso werden die Lords von heute und die multinationalen Konzerne und die internationalen Einrichtungen sein, die unsere nationale Souveränität aushöhlen. Sie geben uns das Recht und das Privileg, ein kleines Stück Land für sie zu bearbeiten.
ob im wörtlichen oder übertragenen Sinne. Als Gegenleistung für unseren Arbeitsdienst geben sie uns Schutz vor den bösen Terroristen, die immer vorhaben, uns mit diesen furchterregenden Brandbomben zu töten. Wir bewegen uns auf eine globale Plantage zu, in der du keine Rechte mehr hast, in der über deine Rechte nach den Launen von Organisationen entschieden wird, denen du nicht angehörst, in denen du kein Stimmrecht hast. Wenn du das für übertrieben hältst, solltest du dir die Dokumente aus der heutigen Folge selbst ansehen. Geh auf meine Webseite corbettreport.com und recherchiere die Wissenschaft der Versklavung, welche langsame Ketten um dich schmiedet. Ich dränge dich zu widerstehen. Ich spreche zu deinen Instinkten. Wenn du dich nicht jetzt der Globalisierung und dem Feudalismus widersetzt, ist es bald zu spät. Behalte das im Kopf, während du morgen mit dem Kopf zu Shakira bei Live Earth wippst, und erinnere dich an die wahren Absichten hinter der vom Menschen gemachten globalen Erwärmung.